Hörerinnen, liebe Hörer. Zu Beginn dieser Sendung werden Sie wissen wollen, wer zu Ihnen spricht. Mein Name ist Ernst Heinrichsohn. Ich wohne seit 1980 in Oldenburg. Nach dem Beginn meines Ruhestandes im Oktober 1986 fand ich genügend Zeit, ein Buch zur Bildung von Weltbürgerbewusstsein für einen künftigen demokratischen Weltstaat zu schreiben. Der heutige Vortrag hat viele Berührungspunkte mit dem Inhalt meines Buches. Mein Thema heißt Demokratischer Bewusstseinswandel der Menschen unserer Erde in einem demokratischen Weltstaat mit begrenzter Zuständigkeit für Friedenssicherung und Umwelterhaltung. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns Sorgen um die Zukunft der Menschen unserer Erde machen müssen. Die Umweltzerstörungen der Industriestaaten und die Bevölkerungsexplosion in den Entwicklungs- und Schwellenländern bedrohen alle Menschen der Erde. Unser blauer Planet hat die Grenze der Belastbarkeit überschritten. Seit dem Beginn des Industriezeitalters vor 250 Jahren wird die lebensnotwendige Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen in immer größer werdender Geschwindigkeit zerstört. Dieser schleichende Prozess wird von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen. Zukunftsforscher haben die Gefahr erkannt, sie finden jedoch zu wenig Gehör in der Öffentlichkeit. Die Medien beschäftigen sich lieber mit aktuellen Gegenwartsproblemen als mit den drohenden Gefahren für unsere Nachkommen. Die Menschen unserer Erde brauchen zum Überleben einen umweltethischen Bewusstseinswandel. Das gegenwärtige Streben nach immer mehr Wohlstand und Reichtum führt in furchtbare Katastrophen. Wir leben in einer industriellen Wegwerfgesellschaft. Mit einem ständig höher werdenden Lebensstandard der schnell wachsenden Weltbevölkerung wird die Lebensgrundlage aller Menschen der Erde zerstört. Die Zustandsbeschreibung unseres blauen Planeten kommt zu dem Ergebnis, dass eine den künftigen Generationen drohende Klimakatastrophe schon eingeleitet ist. Die steigende Luftverschmutzung in den vergangenen 100 Jahren hat die globale Durchschnittstemperatur der Atmosphäre schon um 0,7 Grad erhöht. In Deutschland hat sich die Durchschnittstemperatur in dieser Zeit sogar um 1 Grad Celsius erhöht. Bei weiter steigenden Temperaturen durch zunehmende Emissionen können die Eis- und Schneemassen am Nord- und Südpol und in den Hochgebirgen abschmelzen. Der Meeresspiegel würde sich dann durch das Schmelzwasser so erhöhen, dass die am dichtesten bewohnten und fruchtbarsten Landflächen der Erde unter Wasser ständen. Eine wichtige Teilursache für die in Gang gesetzte Klimakatastrophe ist das Abholzen und Niederbrennen der Wälder. Mehr als die Hälfte der riesigen Tropenwälder ist schon vernichtet worden. Auf der nördlichen Erdhalbkugel sterben die Wälder am sauren Regen und durch Abholzen der letzten Urwälder. In Deutschland sind schon 2/3 der Nadel- und Laubwälder in unterschiedlichen Schweregraden geschädigt. Mit der zunehmenden Entwaldung verringert sich die Sauerstoffproduktion durch die Photosynthese der Bäume. Das von der Natur geschaffene Gleichgewicht zwischen Pflanzen, die Kohlendioxid einatmen und Sauerstoff ausatmen, und den Tieren, einschließlich Menschen, die Sauerstoff einatmen und Kohlendioxid ausatmen,
wird lebensbedrohlich zerstört. Die verheerenden Langzeitwirkungen der Vernichtung unserer Wälder werden die künftigen Generationen erst richtig zu spüren bekommen. Die Landoberfläche unserer Erde verwandelt sich mit immer größer werdender Geschwindigkeit in Wüstenlandschaften. In Nordafrika dehnt sich die Sahara jährlich um etwa 50 Kilometer nach Süden aus. Sie verschlingt dort ökologisch wertvolle Graslandflächen. Der beschleunigte Verwüstungsprozess ist vor allem auf die Vergrößerung des Viehbestandes der schnell wachsenden Bevölkerung zurückzuführen. Für den Raubbau an der Natur müssen zahllose Menschen mit dem Hungertod büßen. Die schnell wachsenden Wüstenlandschaften in Afrika, Pakistan, Mexiko und im Nahen Osten engen den Lebensraum der Menschen immer mehr ein. In den vergangenen 100 Jahren haben sich die Wüsten und wüstenähnlichen Regionen unseres blauen Planeten verdreifacht. Sie bedecken jetzt schon ein Viertel der Erdoberfläche. Die Zahl der Umweltflüchtlinge wird immer größer. Wenn dieser Prozess nicht eingedämmt wird, dann droht den künftigen Generationen ein grausamer Hungertod. Die 10 bis 20 Kilometer hohe Stratosphäre unserer Erde schützt Menschen, Tiere und Pflanzen vor den ultravioletten Strahlen der Sonne. Ohne die aus Ozon bestehende Stratosphäre hätte sich die Vielfalt des Lebens nicht entwickeln können. Wir Menschen haben mit industriellen Schadstoffen, den Fluorchlorkohlenwasserstoffen, den Halogenen und Abgasen von Autos, Flugzeugen und Fabriken schon geschätzte 10% der Ozonschicht zerstört. Wenn die Ozonlöcher in der Stratosphäre immer größer werden, dann können die ultravioletten Strahlen der Sonne auch das dicht unter der Wasseroberfläche lebende pflanzliche Meeresplankton töten. Das hätte unabsehbare Folgen für das Weltklima und die Nahrungskette in den Ozeanen. Kohlendioxid könnte nicht mehr ausreichend vom Plankton gebunden werden. Der größte Teil des Sauerstoffs wird vom Meeresplankton produziert. Der Rest von Landpflanzen, vor allem von Bäumen. Die schon in Gang gesetzte Erwärmung der Erde würde durch den stärker werdenden Treibhauseffekt erheblich beschleunigt werden. Die zunehmenden Umweltverschmutzungen und das Bevölkerungswachstum hat auch zum Aussterben vieler Tier- und Pflanzenarten geführt. Wo Menschen sich ansiedeln, verändern sie die Umwelt und zerstören den Lebensraum der vorherigen Artenvielfalt. Maschinengerechte Ackerflächen, Monokulturen, Intensivweiden, Entwässerungen von Feuchtgebieten, Flussregulierungen, Pflanzenschutzmittel, Straßenbau und viele andere menschliche Eingriffe in die Natur beschleunigen das Artensterben. Man schätzt den von Menschen verursachten Artenverlust auf 10%. Unser Leben ist abhängig von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen. Sie gehören zu unserer lebensnotwendigen Umwelt. Je mehr wir die biologische Artenvielfalt zerstören, umso größer wird auch für uns die Gefahr des Aussterbens. Wir sollten darum auch den Tieren und Pflanzen einen angemessenen Lebensraum zubilligen. Sie sind nicht unsere Gegner, die wir ausrotten dürfen, sondern unsere Partner, die unser Leben erhalten. Wenn sich das bisherige Artensterben in so hoher Geschwindigkeit fortsetzt, dann rechnen Wissenschaftler mit einer Dezimierung der Lebensformen um 50% schon in den nächsten 100 Jahren. Die Natur wird bei so einem Ausrottungstempo irgendwann zurückschlagen
und die sich maßlos ausbreitenden Menschen von der Erdoberfläche ganz oder wenigstens teilweise verschwinden lassen. Der Artenschutz liegt darum in unserem eigenen Überlebensinteresse. Eine sehr große Gefahr für alle Menschen der Erde ist auch die Bevölkerungsexplosion. Zu Beginn des Industriezeitalters vor 250 Jahren lebten auf unserer Erde nur 1 Milliarde Menschen. Diese Zahl verdoppelte sich in immer kürzer werdenden Zeiträumen. Vor der Industrialisierung starben von 4 Neugeborenen 3 Kinder an Krankheiten und Unterernährung. Der frühe Kindertod verhinderte ein schnelles Wachstum der Bevölkerung. Als medizinische Errungenschaften und notdürftige Nahrung alle Völker der Erde erreichten, begann die bis heute andauernde Bevölkerungsexplosion der Entwicklungs- und Schwellenländer. Es leben jetzt schon mehr als 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten Erde und ein Ende der Bevölkerungsexplosion ist noch nicht abzusehen. Rund 90% der Neugeborenen müssen in der unterentwickelten dritten Welt aufwachsen oder vorzeitig an Unterernährung sterben. Die Zahl der Hungertoten wird auf mindestens 15 Millionen jährlich geschätzt. Die Bevölkerung der Entwicklungsländer in Asien, Afrika und Südamerika wuchs seit 1800 von 0,5 Milliarde auf 5 Milliarden Menschen. Die Weltbevölkerung wächst täglich um 250.000 und jährlich um 90 Millionen Menschen. Vergleichbar mit einem schnell größer werdenden Heuschreckenschwarm, der alles leer frisst und dann selbst verhungern muss, befinden sich die Menschen unserer Erde auf dem Weg zu ihrem Untergang. Die bisherigen Versuche der Vereinten Nationen, die Bevölkerungsexplosion zu stoppen, sind weitgehend ergebnislos geblieben. Religiöse und soziale Traditionen verhinderten freiwillige Geburtenbeschränkungen und die Überwindung der Armut.